Die Berge der Sierra Nevada. Im Westen der USA ist ein Tiertransport unterwegs, mit einem Gefangenen. Er hatte sich in die Zivilisation verirrt. Ein Schwarzbär. Ganz besondere Hunde sollen ihm beibringen, dass er unter Menschen nichts verloren hat. Karelische Bärenhunde. Sie wurden einst für die Jagd auf Bären gezüchtet. Heute helfen sie, Bären zu retten. Statt Todesschuss erwartet Bären im Staat Nevada die Freiheit. Der Preis dafür eine ordentliche Lektion von den Hunden. Auf dem Hochlandplateau von Nevada lebt der einzige Bärenbiologe des Staates, Carl Leckey. Seine Hunde helfen ihm, Bären zu vertreiben. Seit kurzem hat Carl eine junge Hündin im Team. Dazzle soll Bären das Fürchten lehren, damit die in der Wildnis bleiben. Ein riskanter Job. Die Hunde sind dafür gezüchtet. Sie können einem Bären ausweichen. Ich nenne das mit dem Bären boxen. Sie tauchen ab und ducken sich, so dass der Bär sie verfehlt, wenn er zuschlägt. Ab und zu landet er mal ein Treffer, das kommt vor. Dann schütteln sie sich, stehen wieder auf und jagen ihn weiter. Carl ist auf dem Weg zu einem Einsatz. Im 3000-Seelen-Örtchen Minden ist ein Bär in einen Baum geflüchtet. Carls einzige Mitarbeiterin, Heather Reich, ist bereits eingetroffen. Normalerweise würden wir den Bären sich selbst überlassen, bis er verschwindet. Aber wir sind hier mitten im Wohnviertel. Nebenan leben Kinder. Er sitzt noch zu hoch im Baum. Aber wenn er tiefer klettert, werde ich versuchen, ihn zu betäuben. Und das sollte besser klappen, denn ich habe nur Betäubungsmittel für einen Schuss. Geht der daneben, habe ich ein Problem. Ein schwieriger Schuss. Mit vielen Hindernissen zwischen ihr und dem Bär. Nun hat auch Carl den Einsatzort erreicht. Mit zusätzlicher Ausrüstung. Eine Auffangplane soll den Sturz des Bären bremsen. Ich schieße ein paar Pfefferkugeln, um ihn aufzuscheuchen. Wenn er runterkommt, dann schießt du, sobald er tief genug ist. Dann stöbern wir ihn mal auf. Ich will ihn nicht treffen. Ich schieße gegen den Stamm darüber und die Kugeln zerplatzen. Das Pfefferpulver scheucht ihn dann runter. Und tatsächlich, die Pfefferwolke löst sofort Bewegung aus. Heather schießt. Mist. Daneben. Der Bär ist fast unten, doch sie hat keinen zweiten Schuss mehr. Oh, verdammt. So ein Mist. Nun müssen die Bärenbiologen die Verfolgung aufnehmen. Ist auf einen Baum geflüchtet? Ein paar Gärten weiter sitzt der Bär wieder im Baum. Zum Glück. Unser Schuss ging daneben. Es ist schwierig, zwischen den Stämmen und Ästen zu zielen. Das ist uns nicht zum ersten Mal passiert. Ich sollte mit der Pistole raufgehen und aus der Nähe schießen. Die ganze Nachbarschaft hat sich versammelt. Vielleicht ist es seltsam, dass wir hier mit unseren Kindern stehen. Aber Bären sind für uns etwas völlig Normales. Da haben wir keine Angst. Schwarzbären sind scheu und vermeiden den Kontakt mit Menschen. Nur der Überfluss an leicht erreichbarem Futter lockt sie in die Siedlungen. Einen Angriff fürchtet Carl deshalb nicht. Der Schwarzbär versucht, ihm so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Getroffen? Ja. Nun dauert es etwa 5 Minuten, bis die Betäubung einsetzt. Ist er eingeschlafen? Ich glaube schon. Mist. Es sieht so aus, als müssten sie den Bären aus dem Baum holen.
Aber dann fällt er doch noch. Was für ein schöner Bär. Nach kurzer Untersuchung wird der Bär die Nacht im Käfig verbringen, um sich zu erholen. Am nächsten Tag ist die Betäubung abgeklungen und der Bär kann zurück in die Natur. Einsatz für die junge Bärenhündin Dazzle. Sie ist noch in der Ausbildung. Ich würde mir wünschen, dass sie mehr bellt. Sie muss den Bären verbellen. Mit 1,5 Jahren ist Dazzle aber noch längst nicht so mutig wie ihr Vater Rooster. Ich hoffe, dass Dazzle Roosters Vorbild folgt und den Bären dort auf den Baum jagt oder in die Felsen hinein. Hol dir den Bären. Los, hol dir den Bären. Bell den Bären an. Die anderen Hunde können den Moment kaum erwarten. Mit Carls Kamera auf dem Rücken stürmt Rooster los. Direkt vor ihm Heathers Hündin Orca. Schon bald überholt Dazzle ihren Vater. Und dann sogar Orca. Es läuft gut. Die Hunde sind ihm auf den Fersen. Dazzle überholt schließlich sogar den Bären. Der wird allmählich müde. Zu erschöpft zum Laufen bleibt ihm nur noch der Angriff. Selbst Dazzle traut sich jetzt, ihn anzukläffen. Gegen die Hunde hat er keine Chance. Da bleibt nur noch die erneute Flucht auf den Baum. Sie haben ihn auf den Baum getrieben. Dort oben fühlt er sich sicher. Das sagt ihm sein Instinkt. Gegen menschliche Jäger würde das zwar nicht helfen, aber gegen Wölfe. Sie sind der Ursprung für dieses genetische Verhalten amerikanischer Schwarzbären. Der Bär verschwindet in den Wald und Dazzle darf sich ausruhen.